gestaltet, lieber gleich, bevor es dir knallt. Nimm deine Jacke vom Stall und gleich spielt, so sind wir die ganze Bagage mit. Und wenn du brav den Schlüssel bedienst und vielleicht mal ein böses Zelt ansiehst, wo jetzt die lieber herrlich Karneval feiern und nicht wie ihr die Sprüche rumeiern. Du kleiner Wicht, wer bist du denn schon? Ist Federträger ohne Thron, glaubst kluge Dinge zu verkaufen und will sich dafür nun mit mir raufen. In Wahrheit, das weiß jeder schon, dient dein Aufzug nur der Provokation. Bei dir und Krause kommt nicht in den Sinn, dass ich in Wahrheit der Schönste bin. Ich bin der Schönste. Aus mir macht, ich trage recht stolz diese herrliche Pracht. Komm, zieh jetzt kleine, solange es noch geht und mein Marterpfahl hier oben noch nicht sicher steht. Schwing schnell die Hufe, du weißer Mann, es wird Zeit zu gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo. Ich muss hier weiter in Ruhe denken, wie kann ich dem Ort noch mehr Ausstrahlung schenken, denn hier soll bald die Krönung sein für das schönste Dorf direkt am Rhein. Grüne Oasen, soweit man nur sieht, und ihr ahnt schon, was alles sonst noch geschieht. Ein Campus wird in Kürze entstehen, dort wird dann die Rothaut studieren gehen. Dies alles schafft man mit Geist und Esprit. Mir ist schon klar, das kapierst du nie. Stattdessen willst du gar die Steuern senken. Wir aber haben nichts zu verschenken. Dazu willst du den ganzen Tag auch noch singen. Ich sage dir, es wird dir nichts bringen. Frag mich als roten, weisen Mann, wie man die Welt regieren kann. Fürs Schunkeln bleibt da keine Zeit, auch nicht für Kölsch und Heiterkeit. Wenn offen bleibt, dann steht die Frage, wer bezahlt die nächste Lage? Wer soll das bezahlen? Damit ihr seht, wie gut ich euch bin, schmeiß ich euch gern ein paar Goldbeeren hin. Und ihr Federträger mit komischer Kapp, ruf ich nochmals zu, hau lieber gleich ab und zum Abschied, lieber Prinz, schenke ich dir zum Winken und zum Schluchzen eine Menge Papier.
Es war ja nett, es hier zu versuchen, bei Häuptling Ernst einen Schlüssel zu buchen, den er dir aber nicht geben kann, denn der passt nur für das neue Wigwam. Das steht dann ganz hier in der Nähe. Ich werde dich grüßen, wenn ich dich dort sehe, vielleicht auch einmal durch die Räume führen, aber nur, wenn den Schlüssel ich heute nicht verliere. Drum willst du dies noch wirklich erleben, solltest du als Prinz Ralf dich besser ergeben. Drum ziehe jetzt ab, diesmal ohne Krach. Ich denke dir, nee, was für ein Dach. Beim Schuh Bein tun. Du hast es wohl noch nicht kapiert. Du bist es, der hier kapituliert. Deine Worte haben lang genug geklungen. Ab heute wird gebüßt und gesungen. Vergessen wird Campus und ECE. Ab heute tut uns nichts mehr weh. Das Einzige, was dabei noch stört, bist du, du rotes, störrisches Pferd. Gleich wird von mir zurückgeschossen. Du kommst mit auf meinen Zossen. Du und deine Indianerbeute, ihr werdet eine herrliche Beute. Ihr werdet dann in meinem Zelt als kleine Würste vorgestellt. Damit ihr seht, wie sowas geht, ihr jetzt die ersten Würste seht, sind alle schwarz mit rotem Blut. Das tut ihr, Erftüchler, aus sicher gut. Kommt mal den hoch. Wie geht das nur? Woher hat der Prinz bloß diese Figur?